Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elden Ring. Nachdem wir uns in der letzten Folge von den zwei giftigen, lustigen Gargoyle-Duett-Typen haben ordentlich auf die Fresse hauen lassen, habe ich so das Gefühl... Oh, scheiße. Gut, habe ich das Gefühl, das geht hier gleich weiter. Alter, das war ja ein bisschen scheiße. Hubala! Oh mein Gott, was war denn das? Also den Tod habe ich eigentlich nicht verdient. Ah doch, den hat er verdient. Ich habe vergessen, dass man nicht schwimmen kann. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Ey, es geht gerade erst los und ich kriege die ganze Zeit auf die Fresse. Wo bin ich denn jetzt? Oh, Kacke. Oh nö. Das ist ja richtig kacke gelaufen. So, warte mal, dann gehen wir nochmal wieder hier hin. Ich versuche mein Glück nochmal. Ich glaube, wir dürfen nicht runterfallen. Kann das sein, dass man von unten gar nicht mehr hochkommt? Wir checken das gleich mal. Es geht schon wieder super los, ne? Ich habe da ein sehr gutes Grundgefühl aktuell. Was war das da für ein Geist? Hallo? Und du stehst einfach nur rum. Cool, cool, Grüße gehen raus. Leute, 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 ich schäme mich aber heute auch an. Die Woche wird, glaube ich, so eher eine Chaos-Woche. Da bringen wir mal den Death-Counter auf so 200. Muss ja auch mal vorangehen, ne? So. Alter, wie sinnlos. Wenn ich dann so sehe, dass so andere durch das Game durchgehen mit so 80 Toten und sich dann dafür schämen und so. Aber wir haben ja hier die ganze Zeit schon gesagt. Oder? Man scheint... Ah doch, man kann da hoch. Okay. Mein Ziel war es ja die ganze Zeit nicht, hier irgendwie mit super wenigen Toten durchzukommen. Mein Ziel ist es tatsächlich, durch das Game durchzukommen. Das würde mich als kein Souls-Spieler schon sehr beeindrucken. Und ich bin einfach froh, dass Elden Ring mir dann doch die Augen zu diesem Genre geöffnet hat. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch schon ziemlich Bock, auch die Dark Souls und sowas zum Beispiel mal nachzuholen. Kommen wir da hoch? Oh je. Pferdchen dicht hier zu steuern auf diesem engen Terrain ist wirklich nicht so einfach. Ich glaube, wir müssen darüber und von dort aus springen. Das war gerade nicht gut, was ich hier gemacht habe. Oh mein Gott, wir werden wieder sterben. Ich sehe schon meinen nächsten Tod anrücken. Das Gute ist, ich habe ja gerade nicht so viele Seelen dabei. Die habe ich ja alle irgendwo liegen lassen. Keine Ahnung, warum. Oh, oh mein Gott, ich habe die Lücke nicht gesehen. Alter. Vorsicht vor Tunnel. Guck mal, da kann man aber kann man rüber, oder? Oh, oh. Alter. Warum immer Tapferkeit? Ich weiß es nicht. Alter, das war ekelhaft. Oh nein, wer ist er denn? Hätte ich nur dies. Gnade. Liebhaber voraus. Nee. Mädel! Okay, das war ja nicht so schlimm. Ich habe irgendwie erwartet, hier kommt jetzt ein dicker Boss oder sowas. Gamaschen des Schamanen, aber kein Boss. Schatztruhe voraus, das hast du gut gesehen. Das ist, muss ich sagen. Kopf eines jungen Ahnengeists. Okay, wofür braucht man denn sowas? Gut, das war doch toll. Dafür hat sich der eine Tod doch schon mal gelohnt. Oh, ich dachte jetzt echt, hier kommt noch irgendwie ein Boss oder sowas. Aber nee, dahinter ist nichts mehr. Gut, hier sind wir soweit durch. Hier sind wir soweit durch, bis auf den Wolf. Da mache ich mir mal hier so ein Symbol wieder für die... Lass uns mal eine kleine Community-Event-Runde machen oder so, ne? Da kann man sich ja mal diese ganzen Biester reinziehen. Dann wurde mir noch gesagt von meiner besseren Hälfte, man kann diese Brücke auch unten wieder zurückgehen, dass man unter der Brücke zurückläuft. Da gibt es auch noch Sachen zu erkunden. Das können wir ja mal eben machen. Dann haben wir natürlich noch Schloss Rotmähne. Das steht auch noch auf dem Plan. Das können wir auch noch machen. Wald der Ahnen. So, dann versuchen wir jetzt erstmal den Weg unter der Brücke entlang. Da bin ich mal neugierig. Versuch mal, Gegner zu ignorieren. Plündern nur so, was wir brauchen für Material halt wieder, ne? Ihr kennt's ja.
kommt man denn da runter? Oh, oh. Hör doch mal mit dem Hauen auf, Junge. Das ist sehr unhöflich von dir, ist das. Ja, wir hatten dann nochmal über die Rüstung so geschnackt. Um meine neue Rüstung tragen zu können, würde ich jetzt also mehr Kondition benötigen oder ein verbessertes Amulett, wenn es so etwas gibt. Oder einen Zauber oder so. Komme ich denn da jetzt runter? Das geht, da kann man lang. Das sieht irgendwie so gar nicht so langgeber aus. Moin, bist du noch am Preisen hier? Ja, ne? Du preisest noch, oder? Ist diese Welt einfach nur geil oder ist diese Welt einfach nur geil? Ich habe euch, glaube ich, schon mal erwähnt, dass die Welt verdammt geil ist. Ich habe das Gefühl... Also hier weiß ich nicht, ob man da runter sollte. Ach Leute, was soll's denn? Uppala! Zack! Also hier kommen wir nicht durch. Oh, ich habe ein bisschen Sorge. Ich glaube, da gehe ich nicht mit dem Pferd entlang. Hier sitzen auf jeden Fall Vögel rum, also... So ganz ungewollt, dass man hier ist, kann es ja nicht sein. Schauen wir mal. Ach, guck mal. Schon was gefunden, ne? Schon wieder Loot gefunden. Ich sag's euch. Was haben wir denn hier? Ein Schmiedestein. Schön. Und bei euch alles gut? Hm. Verborgener Pfad voraus. Ja, sicher. Ganz bestimmt, Bruder. Ganz bestimmt. Einfach mal runterspringen, ne? Dann geht das schon. Das machen wir natürlich nicht. Wir sind ja nicht geisteskrank. Wir gehen jetzt hier erstmal außen rum und gehen mal schön unter der Brücke lang, ne? Keine Sorge, die einen oder anderen haben wahrscheinlich Angst, ob ich noch in dieses Schloss Rotmähne zurückkehre. Das war vermutlich der nächste Legacy Dungeon, da wo das Fest drin war, ne? Keine Sorge, wir gehen da natürlich rein. Oder noch zurück. Aber man kommt jetzt hier nicht weiter, ne? Da außen rum kommen wir auch nicht so wirklich, ne? Also ich glaube, so wirklich geil oder mehr geht hier nicht. Das war's, glaube ich, schon. Na dann sind wir hier eigentlich auch erstmal durch. Ist hier unten noch irgendwas? Unten waren wir soweit auch fertig, ne? Da waren wir hier, da waren wir da. Hier in dem hinteren Bereich waren wir soweit auch durch. Da waren wir noch gar nicht, da kommen wir noch hin. Na gut, ich würde sagen, das war's erstmal. Dann, meine Lieben, gehen wir jetzt... Wo gehen wir denn als nächstes hin? Also wir müssen auf jeden Fall einmal zur Ritter der Tafelrunde Runde. Denn der hat mich Terra darauf aufmerksam gemacht. Es wäre ein bisschen sinnig, mit dem Obermotz hier über die Bosse zu reden, die ich schon platt gemacht habe. Ich habe so gedacht, der brabbelt immer den gleichen Kram. Aber nee, wenn ich die natürlich platt gemacht habe, redet er wahrscheinlich was Neues. Deswegen sollten wir das gerade mal tun. Hi, Lindell. To the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erd Tree, the Two Fingers will deny your passage no longer. Wo ist denn dieses Lindell? Kann mir das mal einer vielleicht auch in die Kommentare schreiben? Von mir ist auch gerne mit einem Marker auf der Karte oder so einem X auf der Karte, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Also wir haben in Kalid natürlich noch genug zu tun. Ich denke, unsere nächste Community-Event-Rumreiserei wäre auch in Kalid einfach ein paar Grotten und Höhlen und so platt zu machen. Ne? Wir hatten Godric platt gemacht, wir hatten Radahn platt gemacht und wir hatten doch auch Renella platt gemacht, oder nicht? Red mal über Renella. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north, towering over the mist-laden lands of Liurnia. Renala is queen of the Carian royals, who govern the Academy. But Renala herself is no demigod. Her beloved Radagon left her to become Queen Marika's second husband, taking the title of King Consort. The Great Rune dwells within the Amber Egg that was Radagon's gift to her. Habe ich gesehen. Dann Radahn. Was haben wir denn eigentlich schon? Wer ist denn Ensha? Also wir haben Godric, haben wir Radahn, haben wir und Renala haben wir. Das heißt, wir haben noch Morgoth, Rykard und Ensha. 1, 2, 3. Wir haben Halbzeit oder was? Haben wir Halbzeit? Habe ich das richtig verstanden?
Radahn. General Radahn, the famed Red Lion and Scourge of the Stars, is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. And by my reckoning, Radahn remains there, even now. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. Verstehe. Gut, so wirklich, also das ist das, was der letztes Mal auch gesagt hat. Also da kamen jetzt keine neuen Erkenntnisse mehr rum. Gut, wenn wir schon mal hier sind, einmal kurz zum Schmied. Ich habe ja wieder Schmiedesteine eingesammelt. Und wir können mal versuchen, unsere Imitatorkiste abzugraden, weil das Ding ist schon nicht schlecht. Hält halt nur noch nicht so viel aus, ne? Wenn wir das aber jetzt ein bisschen verstärken hier mit der Geistereinstimmung. Guten Tag. Ja. Geisterstimmung. Den hier, guck mal, den erhöhen wir erstmal um 1. Oh, das war's auch schon. Ach so, nee, was war's noch nicht? Ich habe einfach nur keine Runen mehr, weil ich die alle verkackt und verloren habe. 40.000 Runen, einfach im Eimer. Oh Mann. Ich komme gleich wieder, ich muss einmal kurz zum Vogel. Es hilft nichts. Dann kann ich auch nicht, jetzt kann ich auch nicht schmieden. Warte, wir gucken mal kurz, ob wir schmieden können. Sag mal, Waffe verstärken, wie sieht's denn aus? Nö, könnte ich aber nix. Aber wir könnten die Geisterabstimmung machen, komm. Das, ich will das gerne tun, weil das Ding ist nicht schlecht. Und ihr wisst Bescheid. Es geht ja schnell, es ist ja wirklich, ist ja leckerlich fix. Einmal hin, zweimal den Vogel platt gemacht, dann passt die Sache. Ich level jetzt nicht für ein neues Level oder so, so nicht. Ne? Eben nur kurz ein paar Runen abholen, damit wir... Und damit wir... Hoppala, ups, das Ding abstimmen können. Alter, wo schieße ich denn hin, Mann? So, jetzt aber. Dup, 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 dup. Lauf da einmal rein, dankeschön. Wunderbar, einmal setzen. Machen wir noch einmal. 20.000 ist auf jeden Fall safe genug. So, komm. Ich weiß, ihr und der Vogel... Ihr liebt ihn, ich liebe ihn auch. Er ist mein Ort der Gnade, um ehrlich zu sein, ja? So. Dankeschön. So, okay, damit haben wir genug. Dann können wir zurück in die Feste. Bums. Jupp. Und können dort einmal kurz unser Geist-Spirits eintunen. So. Where have you been hiding? So, guten Tag. Ich bin's wieder. Ich habe ein paar Runen gefunden. Ja, 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 ja. Ups, ich muss den... Ach, Alter, ich habe irgendwas mit... Ach ja. Ich habe Nintendo-Spiel wieder gespielt, deswegen kann ich jetzt keine Computerspiele mehr spielen. Ja, ah, das nicht. Das neue Bayonetta ist rausgekommen. Und... Geilo, jetzt ist das Ding auch schon Stufe 6. Ehre. Wenn es nicht so viel Leben kosten würde, wäre es eigentlich richtig geil, weil da kannst du dir danach immer direkt schon einen Trank reinprügeln. Das nervt natürlich ein bisschen, aber ansonsten ist es geil. So, ich guck mal erstmal sowieso wieder. Vielen Dank für eure Kommentare. Ich habe sie natürlich gerade vorher wieder alle durchgelesen. Was war denn noch? Terra hat mir halt gesagt, ich soll mal mit Gideon schnacken, haben wir gemacht. Meiner Meinung nach war das jetzt genau das gleiche, was man beim ersten Mal auch gelabert hat. Dann meinte Terra auch noch, ich hatte ja gefragt letztes Mal, dieses blaue Leuchten auf dem Boden, was das bedeutet. Das bedeutet, dass wir Sturmwind hier nicht mehr benutzen können. Also ab hier sturmwindfreie Zone. Ich weiß nicht, ob es das schon immer gab oder ob die das neu reingepatcht haben. Mir ist das noch nie aufgefallen, aber vielleicht habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Und dann meinte Terra noch, ich soll mal so einen Runenbogen verwenden beim nächsten Boss, weil das gibt 5 auf alles. Ja, das ist schade. Habe ich jetzt irgendwie verpeilt, aber da war auch echt nicht die 5 plus allem das Problem, da war eher jetzt diese Vergiftung das Problem. Wo würde es denn später weitergehen? Jetzt mal ernsthaft, müssen wir jetzt hier oben dann weiter? Ist das das Gebiet, wo wir als nächstes hin müssen? Irgendwo hier oben lang? Hier haben wir Limegrave, hier haben wir Khalid. Khalid haben wir den Dungeon ja quasi gemacht. Wir sind natürlich noch nicht durch, ne? Wir müssen hier den Weg noch weitergehen. Hier entlang, hier entlang. Hier ist noch eine Stadt oder sowas. Hier ist offensichtlich noch eine Stadt, wo wir erkunden können. Und dann ist noch dieser ganze große, gubbelige Sumpf hier und da. Da sind bestimmt auch noch einige Höhlen. Und ich weiß noch, dass da noch ein paar Gegner sind. Wir waren weder noch bei diesem Turm oder noch da hinten bei dem Ding. Da gibt es auch noch genug zu gucken. Und wir können bei dem eigentlich mal wieder vorbeischauen. Beim Refugium der Bestie. Und hier ist auch noch ein Drache. Also auch da ist noch was los. Lennis Turm hatten wir, glaube ich, gemacht.
Also es gibt noch genug zu entdecken, auch in diesem Bereich. Wir könnten jetzt natürlich mal beim Refugium nachschauen, der Bestie. Lass mal eben hingehen, ob wir da noch ein paar von diesen Wurzeln abgeben können. Von diesen Todeswurzeln. Und vor allen Dingen, ob das Vieh draußen noch böse ist. Der hat uns ja angegriffen letztes Mal, warum auch immer. Moin, Bruder, wie geht's dir? Ich habe bestimmt auch wieder ein paar Todeswurzeln für dich gesammelt. 2 Stück, bitteschön. Schmeckt es, ja? Geil, lass dich, gönn dir, ne? Strange. There's something else. But the death yet quenches. Bring more. Kriegsasche, Schrei der Bestie. Und bestialische Lebenskraft. Cool. Ich gehe mal eben kurz raus, einfach nur, weil ich wissen will, ob das Ding wieder aufsteht und uns verprügelt oder ob wir inzwischen wieder Freunde sind. Ich weiß noch nicht, wie krass das ist. Vielleicht schaffen wir das Teil inzwischen. Damals war es sehr respekteinflößend. Inzwischen weiß ich ja, dass große Gegner gar nicht so groß sind. Na, Bruder, sind wir wieder Freunde? Sieht wohl so aus. Wollen wir es mal versuchen? Einfach aus Interesse? Das könnte auch schief gehen. Ich bin jetzt neugierig, komm. Guck mal mich selbst. Oh oh. Das ist wieder so ein Gargoyle, Alter. Das ist das gleiche Scheißding, was ich gerade eben platt gemacht habe. Nur einer davon. Und in schwarz. Meinen Kollegen gleich platt. Und oh, es ist am Huckeln. Alter, was? Jetzt habe ich das gezuckelt, Alter. Unfassbar. Ich habe jetzt die Probleme, die meine bessere Hälfte auch hat. Manchmal zuckelt das Bild so ein bisschen. Ist mir auch aufgefallen. Wir hauen lieber ab, dass oh oh. Ist gut, Bruder. Tschüss. Lass mal Freunde bleiben. Ja, danke. Steht er jetzt wieder da? Ja, ist alles wieder gut. Wir sind wieder Kumpels. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Oh oh. Junge, 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 Junge! Ich dachte, wir sind Freunde! Ich dachte, wir sind Freunde! Okay, jetzt sind wir keine Freunde mehr. Ich dachte, das ist mein Safe Haven hier. Nee, jetzt nicht mehr. Ich habe das Bestienmonster leider wütend gemacht, weil ich seinen Beschützer angegriffen habe. Das war nicht so clever. Das ist aber schnell weg hier. Zurück ins Schloss. Also heute ist der Tag des Sterbens, Alter. So. Kammer außerhalb des Platzes. Let's go. Lass uns mal noch ein bisschen das Schloss erkunden. Ich hoffe, hier kriege ich nicht so krass auf die Fresse. Ich glaube, ich bin einfach so kacke. Ich habe jetzt den leichten Bereich von Elden Ring geschafft. Ab jetzt gibt's nur noch aufs Maul. Schloss Rotmende, meine Lieben. Ja, ich muss heute noch erzählen. Setup-mäßig. Ich hatte... Oh, warte, ich habe meine Seelen nicht eingesammelt. Wollen wir die doch nochmal holen? Wir können es mal riskieren. Oh. Ich sammle die doch schnell ein, komm. Das sollte gut gehen. Die sind ja direkt hier, das sind ja direkt da gestorben. Das sollte kein Problem sein. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Raus mit dir. Lass mal abhauen. Lass blitzen! Also ich glaube, er ist nicht mehr glücklich, der Junge. Er ist nicht mehr glücklich, der Junge. Er mag uns nicht mehr. Offensichtlich mag er uns nicht mehr. Holy shit, Mann. Warum bin ich hierher gekommen? Warum bin ich hier wieder hergekommen? Das war kein guter Plan. Das war kein guter Plan.
Da ist doch noch der Drache. Raste mal bitte hier. Wer rastet, der rostet. So, guck mal. Oh, erstmal ein bisschen chillen, ne? So. Okay, also man merkt, der Ort ist auch jetzt immer noch sehr, sehr heftig für uns. Also so oder so auch noch. Da gehe ich doch lieber entspannt in dieses Schloss. Da war richtig Party. Das ging wohl. Meine Herren. Aber wir haben unsere 2000 Seelen eingesammelt. Dafür hat es sich voll gelohnt, da nochmal zurückzukehren. Ich dachte, es wären mehr. Aber ich habe sehr viel für Spirit Tuning ausgegeben, offensichtlich. So. Okay, let's go. Mal sehen, hier sind unsere Kumpels ja noch. Wie geil das aussieht, oder? Ist schon cool. Oh. Oh, Blaid ist nicht mehr da. Der ist weg. Guten Tag. Hallo. Ja, auf jeden Fall, ich habe auch tonmäßig müssen wir noch drüber schnacken. Ich habe tatsächlich mein Setup, ich kenne das ja, ich formatiere meinen Rechner so oft, wie ich meine Unterhosen wechsle, also fast täglich. Fast täglich, Alter. ich hatte ja erstmal Windows 11 und dann bin ich wieder von Windows 11 zurück auf Windows 10, weil Windows 11 so einen Displayport-Bug hatte. Da gingen halt einfach mal kurzzeitig die Displayports aus. Und das ist beim Aufnehmen vor allen Dingen von Elden Ring ein bisschen kacke, wenn das Game immer kurz ausgeht. Ihr erinnert euch vielleicht noch bei den älteren Folgen, wo ich da gelegentlich mal fluche, weil ich meinte, Alter, what the fuck, der Bildschirm ist weg! Und das hatte dann bei Cult of the Lamb dazu geführt, dass auch die Aufnahme abgekackt ist und das war natürlich dann nicht mehr tragbar. Also kannst ja keine Videos aufnehmen. Und dann bin ich wieder zurück zu Windows 10 und da war alles schickimicki. Und jetzt mit dem letzten dicken Update für Windows 10, gleicher Fuckbug, ist der jetzt auch da. Das wäre ja geil, dann kannst du dich ja mal wieder drum kümmern. Also, wer ist das denn? Also habe ich tatsächlich einmal mein BIOS geupdatet auf die neueste Version. Die unterstützt dann offiziell auch Windows 11 und bin jetzt wieder zurück auf Windows 11. Jetzt ist hier tatsächlich alles schickimicki und kein DisplayPort-Bug. Dafür habe ich jetzt dieses Phänomen, was Elden Ring eigentlich schon immer hatte, dass das Bild gelegentlich mal kurz freeze. Das hat meine bessere Hälfte mit so einer Arti-Grafikkarte schon immer. Ich könnte das sogar nicht daddeln. Ich habe es jetzt heute zweimal gesehen. Ich bin mal gespannt. Es könnte aber auch am aktuellen Nvidia-Treiber liegen. Die hat auch Probleme. Deswegen ist immer was los, ne? Aber ich habe auch deswegen meine ganzen Sound-Levels neu ausgerichtet. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob Sound und so weiter, ob das in Ordnung ist. Also könnt ihr mich gut verstehen und das Game auch. Wer bist du denn, Junge? Bist du der König hier oder wer bist du? Hallo? At last. The war festival has ended. Brave champion, you have our gratitude. The celebration was spectacular. General Radahn is surely pleased. Ich hoffe doch. Festering with rot and crippled by madness. All he wanted was an honorable death. Den haben wir ihm wohl bereitet. Wer bist du denn, wenn ich mal fragen darf? Kann ich hinter dir die Tür öffnen? Sie dürfen nicht, nein, oh nein, sie dürfen nicht. Also hier geht's jetzt nicht mehr weiter. Okay, tja, dann schauen wir uns das Schloss noch ein bisschen an, ne? Items suchen. Ich habe da hinten offensichtlich einen Marker gesetzt, ungewollt. Das war, glaube ich, als ich vorhin versucht habe, die... Oh, Kacke, wo ist denn der jetzt? Ich kann das ja nicht ab, wenn irgendwelche Marker irgendwo rumeiern. Irgendwo in diese Richtung mag er sein. Ich muss jetzt meinem Charakter folgen. Seht ihr ihn schon irgendwo? Ich habe den, glaube ich, außerhalb der Map irgendwo gesetzt. Aus Versehen, da. Guck, mitten in den Wolken. Mitten im Nichts. Ach, guck mal, der war auch noch versteckt unter der Tafelrunden-Dinge. Ich wollte nämlich eigentlich zur Tafelrunde und habe da aus Versehen einen Marker gesetzt, weil ich daneben gedrückt habe. Und tschüss, da faded es away. Ich werde den Eimer da drauf gelegt. So. Los geht's. Warum liegt denn da eine Wurst rum? Dann, schauen wir doch mal weiter. Also, das Setting ist so geil. Überhaupt die ganze Welt ist so geil. Wirklich. Einfach nur. Oh. Guten Tag. Okay, das war die Verbeugungsfrau. Alles klar. Ich erinnere mich, die verbeugt sich nur. Mehr passiert da nicht. Warum immer Ritter? Oh nein, Ritter. Chillen wir uns nochmal hin.
Spirit Tuning. Ja, so ist doch besser, von der Lautstärke her. Der Hahn fetzt einem nicht mehr die Ohren weg. Meine Lieben! Ihr hört ihn krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.